In diesem Video will ich euch zeigen, wie man Exponentialfunktionen grafisch darstellt. Das heißt A, wie man sie zeichnet und B, wie sie dann verlaufen. Und das werde ich euch anhand des Taschenrechners zeigen. Also, diese Funktion y ist gleich 0,1 mal 2 hoch x, kennen wir aus dem Video davor, beziehungsweise aus der Aufgabe davor. Wenn man das Ganze jetzt mal in den Taschenrechner eingibt, nämlich bei der Funktion y1 ist gleich 0,1 mal 2 hoch x, dann kann ich das Ganze ja auf Graph gleich zeichnen lassen. Man sieht schon, so wird das Ganze ausschauen. Damit wir aber wirklich zeichnen können, brauchen wir eine Wertetabelle. Also, das sind gerade die Werte für 0, gibt es 0,1 und so weiter. Das sind ja auch gerade die Werte, die wir beim letzten Mal schon in der Wertetabelle rausgefunden haben. Aber so können wir es jetzt einzeichnen. Und einzeichnen heißt, wir tragen einfach diese Punkte ein. 0, 0,1, 1 und so weiter. Und dann haben wir diese Punkte. Und wir sehen schon, es ergibt einen Bogen. Das heißt, erst geht es flach los und dann steigt es immer schneller an. So schaut der Graph einer Exponentialfunktion aus. Wenn ich das Ganze jetzt für die andere Funktion machen möchte, die wir noch kennengelernt haben, 14.000 mal 0,9 hoch x, brauche ich auch wieder den Taschenrechner. 14.000 mal 0,9 hoch x steht hier dran. Ich kann wieder den Graphen zeichnen lassen. Dauert jetzt hier gerade ein bisschen. Der ist nicht zu sehen. Das werden wir auch gleich feststellen, woran das liegt. Irgendwie finde ich den hier nicht. Ich muss mein Zoom auf Auto machen, denn das Problem war, dass es nicht in dem Fenster drin war, das mir angezeigt wird. Jetzt kann ich meine Exponentialfunktion zeigen lassen. Das ist eine exponentielle Abnahme, das heißt, es wird immer weniger. Über Table kann ich dann auch die Werte nochmal abgreifen von 1 und so weiter. Und das sind wiederum Punkte. Nur jetzt sehen wir schon, warum es nicht angezeigt werden konnte. Das sind Werte, die auf einer normalen Y-Achse einfach nicht funktionieren. Deshalb wähle ich mir hier eine Y-Achse mit 2000er Schritte, also immer nach einem Kästchen 2000, und kann jetzt die Werte eintragen. Das muss man so machen, weil sonst wird ja das Heft viel zu klein. So, und wenn ich diese Werte miteinander verbinde, bekomme ich so eine Exponentialfunktion, die dann fallend ist. Das ist eine Zunahme, das ist eine Abnahme, das ist ein Wachstum, das ist eine fallende Funktion. Aufpassen, das könnte, wenn man meint, ja auch eine Gerade sein, wenn man nicht genau hinschaut. Man könnte meinen, dass das linear funktioniert, aber es ist tatsächlich ein Bogen und das muss in eurer Zeichnung dann auch immer erkenntlich sein. Was haben wir also heute gelernt? Wir wissen jetzt, wie wir das Ganze grafisch darstellen, durch die Wertetabellen mit dem Taschenrechner. Man könnte aber auch jeden Wert einzeln berechnen, also für x1 einsetzen, den Wert berechnen, Punkt einzeichnen und so weiter. Mit dem Taschenrechner geht es nur ein bisschen schneller. Und aufpassen beim Zeichnen, es soll sauber ausschauen, es soll nach einem Bogen ausschauen. Das heißt, viel üben, viel Exponentialfunktionen zeichnen, damit man auch wissen, wie man das sauber miteinander verbindet. Tschüss!